Willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier auf meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Lisa und ich möchte dir helfen, dein Leben noch erfüllter und glücklicher zu gestalten, als es bisher schon ist. Und heute geht es mir um ein Thema, das mich wirklich ganz, ganz tief im Herzen berührt, das mir ganz sehr wichtig ist, über das ich schon lange sprechen wollte, nämlich ums Thema Liebe. Denn wir bekommen ja wirklich jeden Tag von allen möglichen Seiten suggeriert, Facebook, Instagram und Fernsehwerbung und vom Nachbarn. Wir bekommen ständig suggeriert, dass wir nicht gut genug sind, so wie wir sind. Dass wir das kaufen müssen und das besitzen müssen und so aussehen müssen und uns so verhalten müssen, damit wir endlich gut genug sind und damit wir es endlich verdient haben, geliebt zu werden und wertgeschätzt zu werden. Und nicht ein einziges Mal stellen wir uns die Frage, ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Bin ich nicht gut genug, so wie ich bin? Und brauche ich diese ganzen Sachen, damit ich Liebe in mein Leben ziehen kann? Oder ist das vielleicht alles nur eine Illusion? Denn ich kann nicht beruhigen, das ist es. Du bist so, wie du bist, gut genug. Du bist so, wie du bist, perfekt. Und du hast so, wie du bist, das Geburtsrecht auf Liebe und auf Anerkennung und Wertschätzung. Das ist etwas, was die meisten Menschen auf diesem Planeten einfach vergessen haben und weshalb wir so viel mit Krieg und Hass und Gewalt zu tun haben. Und ich möchte dir helfen, wie du mehr Liebe noch in dein Leben ziehen kannst, aber nicht, indem du all diese Dinge machst und kaufst und so aussiehst, sondern indem du mehr Liebe schenkst und mehr Liebe gibst. Denn was wir unbedingt lernen müssen, ist, dass das, was wir im Außen sehen, ist immer ein Spiegel unserer selbst. Es ist immer ein Spiegel unseres Innenlebens, denn so wie im Innen, so außen. Und wenn wir etwas ändern möchten in unserem Leben, dann müssen wir bei uns anfangen. Alles, was du siehst, alles, was dich umgibt, wo du lebst, wie du lebst, deine Freunde, dein Partner, das ist alles ein Spiegel von dem, was du glaubst, was du verdienst. Du hast das manifestiert, du hast es in deinen Gedanken kreiert. Es mag esoterisch klingen, aber es ist so. Es entsteht immer erst in Gedanken, bevor es dann sich manifestieren kann. Wenn du mehr Liebe in deinem Leben erfahren möchtest, wenn du mehr Liebe in dein Leben ziehen möchtest, dann musst du zuallererst mal ein reiches Innenleben entwickeln, das voller Liebe ist. Und du musst die Liebe schenken und geben, die du dir eigentlich von deinen Mitmenschen erhoffst und erwartest. Es fängt bei dir an, es fängt da an, dass du schenkst, dass du gibst ohne Erwartungen, dass du lernst, bedingungslos zu lieben. Du schwingst auf einer ganz bestimmten Frequenz. Also jeder Mensch hat seine eigene Frequenz und die einen schwingen höher und die anderen tiefer. Und Liebe schwingt auf einer sehr, sehr hohen Frequenz. Und wenn ich tiefer schwinge, dann muss ich erstmal auf diese hohe Schwingung, damit ich Liebe in mein Leben ziehen kann. Und wie ich das am schnellsten erreiche, ist, indem ich zu der Liebe werde und indem ich diese Liebe gebe. Dazu hilft dir dieses Wissen über die 5 Sprachen der Liebe. Denn nicht jeder Mensch spricht die gleiche Sprache der Liebe. Wir alle sind mit verschiedenen Sprachen aufgewachsen. Unsere Eltern haben verschiedene Sprachen gesprochen. Es ist nur ganz selten so, dass zwei Eltern, also Mama und Papa oder bei gleichgeschlechtlichen Ehen Mama, Mama, Papa, Papa, die gleichen Sprachen sprechen. Deswegen haben die meisten von uns mehrere Sprachen, an die sie gewöhnt sind, die sie sprechen. Aber die wenigsten von uns kennen alle Sprachen. Und daher kommt es dann auch, dass wir uns in Problemen wiederfinden, in der Beziehung, in der Partnerschaft, mit unseren Eltern, Freunden, Familienmitgliedern, weil wir nicht gelernt haben, deren Sprache zu sprechen, beziehungsweise überhaupt darauf zu achten, was deren Sprache ist. Und ich möchte euch in diesem Video mein Wissen weitergeben, was ich über Liebe gelernt habe und wie wichtig es ist, das Wissen anzuwenden, wenn man in seinem eigenen Leben mehr Liebe generieren möchte und allgemein mehr Liebe schenken möchte. Denn glaub mir, es gibt nichts Schöneres, als einfach bedingungslos Liebe schenken zu können. Das ist das schönste Gefühl auf der Welt und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das der Grund ist, warum wir hier sind, auf diesem Planeten, damit wir Liebe schenken. Dann kommt es auch zurück und das verspreche ich dir, dass das kommt. Und ja, kommen wir zum Thema. Und zwar ist es ein Buch. Dieses Thema, die 5 Sprachen der Liebe, das ist ein Buchtitel.
von einer Autorin oder einem Autor, ich weiß es jetzt gar nicht, weil das ist so ein Name, der kann auf beides hindeuten, würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, das zu lesen, ob ihr nun Single seid oder nicht. Ich finde es ganz, ganz wichtig, das zu haben, dieses Wissen, einfach um auch das Sozialleben reicher zu gestalten. Und es geht eben darum, dass jeder Mensch seine eigene Sprache der Liebe spricht und dass es eigentlich 5 Hauptsprachen der Liebe gibt, natürlich mit vielen Dialekten, sagt man dazu. Aber es gibt 5 Hauptsprachen der Liebe, und wenn man die einmal beherrscht und weiß und bei dem anderen so ein bisschen aufmerksam ist und ein bisschen darauf schaut, wie tickt der so, dann kann man herausfinden, welche Sprache der Liebe die Person spricht, und wenn man die dann auch lernt zu sprechen, dann kann man der Person wirklich dauerhaft das Gefühl geben, geliebt zu werden. Und die erste Sprache der Liebe, um die es, über die ich mit euch eigentlich reden möchte, das sind die Worte der Anerkennung und Wertschätzung. Das bedeutet, alles was Lob ist, alles was Komplimente sind, alles was liebevolle Worte sind, das zählt da rein. Es gibt Menschen, die sprechen diese Sprache der Worte, der liebevollen, anerkennenden Worte. Das sind Menschen, die diese Sprache sprechen, brauchen ganz, ganz viel Lob und Anerkennung und brauchen ganz, ganz viel liebende, liebevolle und aufmerksame Worte, weil dann haben sie das Gefühl, sie werden gesehen, dann haben sie das Gefühl, sie werden wertgeschätzt und sie werden geliebt, und dann ist ihr Liebestank voll. Also wenn wir es mit so einer Person zu tun haben, dann müssen wir ganz viel loben, und dann sollten wir uns mit Kritik eher so ein bisschen zurücknehmen, weil das ist meistens etwas, was die Person schlecht oder nur schwer ertragen kann. Die zweite Sprache der Liebe, das ist eine Sprache, die ich spreche. Das ist die Sprache der Zweisamkeit. Das bedeutet wirklich Quality Time miteinander verbringen. Ausflüge machen, Dinge gemeinsam unternehmen. Es gibt auch einen Grund, warum ich so doll verletzt bin oder so, also ganz schön sauer reagiere, wenn man mir absagt, weil das nämlich meine Sprache der Liebe ist. Zweisamkeit ist meine Sprache der Liebe. Und wenn ich jemanden wirklich gern habe, dann möchte ich mit dem Zeit verbringen, dann möchte ich den sehen, dann möchte ich Dinge mit dem unternehmen, und dann investiere ich natürlich auch. Und wenn man mir dann absagt, weil das vielleicht nicht die eigene Sprache der Liebe ist und man das auch gar nicht weiß, dann fühle ich mich total ungeliebt und dann fühle ich mich auch nicht gesehen, und dann eben das verletzt mich, das kränkt mich einfach, weil es eben meine Sprache der Liebe ist. Und das war auch ein Thema meiner letzten Beziehung, auch ein Grund, warum sie kaputt gegangen ist. Es gab mehrere Gründe, aber das war ein Grund, ist, weil mir diese Zweisamkeit gefehlt hat, weil es mir gefehlt hat, dass mir jemand aufmerksam zuhört, also mir in die Augen schaut, wenn ich rede, dass jemand wissen möchte, was ich zu sagen habe, dass jemand sich mit mir, dass jemand mit mir kommuniziert, wirklich sich hinsetzt, mit mir kommuniziert, dass jemand mit mir Ausflüge unternimmt, wandern geht, diese Sachen einfach zusammen macht. Ich mache das jetzt alles alleine. Und ich würde es auch jedes Mal wieder alleine machen. Aber ich möchte mit meinem Partner, den ich liebe und von dem ich mich auch geliebt fühlen möchte, sind solche Sachen für mich dann ganz wichtig in der Beziehung. Also ich bin so eine Person, Zweisamkeit ist super wichtig. Und Zweisamkeit ist eben nicht, sich einen Film reinmachen und zu sagen, komm, Schatz, wir schauen jetzt einen Film zusammen. Das ist für mich keine Zweisamkeit. Das zählt nicht zur Zweisamkeit, weil damit ist wirklich Quality Time gemeint. Das heißt, du bist aufmerksam und dein Fokus liegt auf der Person und nicht auf einem Film. Oder auf einem Fußballspiel oder auf irgendwas anderem. Die Sprache Nummer 3, auch eine Sprache der Liebe, die ich spreche, die mir ganz besonders wichtig ist, aber auch eine Sprache der Liebe, die vielen Männern sehr, sehr wichtig ist. Das ist körperliche Nähe und alles, was mit Intimität zu tun hat. Also da gehört auch Sex dazu, und da gehört auch Kuscheln dazu, und da gehört auch dazu, einfach mal, wenn man an jemanden vorbeiläuft, ihn zu berühren oder tief zu umarmen, einem tief in die Augen zu schauen. Alles, was so mit Intimität, Berührungen und körperlicher Nähe zu tun hat, das gilt, zählt zu dieser Sprache der Liebe und ist für sehr, sehr viele Menschen sehr wichtig, die diese Sprache sprechen. Und ich sage nicht umsonst, es ist oft die Sprache von Männern. Deswegen gibt es einen Grund, warum den meisten Männern Sex so wichtig ist. Und ich finde das auch völlig in Ordnung und völlig legitim. Und ein Mann hat auch das Recht darauf, viel Sex zu haben in einer Beziehung, und hat auch das Recht darauf, sich dadurch geliebt zu fühlen. Und vielleicht ist es nicht immer kompatibel. Es gibt Menschen, die haben ganz, ganz arges Problem mit körperlicher Nähe. Die sollten sich vielleicht nicht gerade einen Partner aussuchen, bei dem das die Sprache der Liebe ist. Denn das aufzulösen ist, glaube ich, eines der schwierigsten Aufgaben, die man haben kann. Bei den anderen Sprachen ist es noch so, das kann man auch so lernen und umsetzen. Bei körperlicher Nähe gibt es ja einen ganz, ganz tief sitzenden Grund dafür, warum man das nicht geben kann oder möchte und niemanden an sich ranlassen möchte. Da ist, glaube ich, viel Arbeit dann zu tun. Also, ja.
Dann haben wir die Sprache Nummer 4. Die Sprache Nummer 4, das sind Geschenke. Das bedeutet alles, ja, alles von kleinen Geschenken, kleinen Aufmerksamkeiten bis hin zu wirklich großen Sachen wie den Trip nach Paris oder sonst was. Ein Mensch, der diese Sprache spricht, ich gehöre gar nicht dazu, dem sind Geschenke, kleine Aufmerksamkeiten sehr wichtig. Ich kenne eine Freundin von meiner Schwester, bei der das definitiv die Sprache der Liebe ist. Das habe ich daran gemerkt, sie war hier zu Besuch und sie hatte Geburtstag und sie hat total darauf gedrängt und ihr war das total wichtig, dass sie einen Kuchen bekommt. Und erst habe ich mich noch so mich gefragt, warum ist ihr das denn so wichtig? Also was, mir ist es auch wichtig, ich will das auch zum Geburtstag haben, da spreche ich vielleicht schon mal die Sprache der Liebe, aber sonst ist es mir nicht so wichtig. Und dann ist mir aufgefallen, hey, das ist ihre Sprache der Liebe, denn sie hat ja auch schon öfter mal Karten hierher geschickt oder bringt dann irgendwie ein Geschenk mit, ein Willkommensgeschenk oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist ihre Sprache der Liebe, deswegen will sie unbedingt einen Kuchen, weil das so die Sprache des Schenkens ist. Und es war ganz wichtig, diese Erkenntnisse in dem Moment, weil wenn man versteht, das ist die Sprache der Liebe, die derjenige gerade spricht, dann versteht man, was man machen kann, damit sich die Person geliebt und wertgeschätzt fühlt und damit dieser Liebestank wieder voll ist. Und das rettet wirklich Freundschaften und Beziehungen. Auf jeden Fall, ja, gehört da alles Mögliche dazu. Und ein Mensch, der sich ständig aufregt über das, was er geschenkt bekommt, der wird definitiv nicht diese Sprache sprechen, ja, weil ein Mensch, der diese Sprache spricht, der freut sich über jede Art von Geschenk. Ob das ein Gänseblümchen gepflücktes ist vom Wegesrand oder ob das ein Ausflug ist oder sonst was. Also so jemand, der freut sich wirklich da über alles. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe mich oft über Sachen aufgeregt, die ich geschenkt bekommen habe. Auch nicht so ganz fair. Oft schenken wir nämlich Liebe in der Sprache, die wir sprechen. So, also wenn jemand mir ständig was schenkt, dann ist das vielleicht seine Sprache der Liebe. Es ist gar nicht meine Sprache der Liebe, es ist seine Sprache der Liebe. Und dann ist es auch total unfair, das sich anzuerkennen. Deswegen finde ich es so wichtig, dass man offen kommuniziert und redet, vor allem in Beziehungen, dass man sich austauscht über die Sprache der Liebe, wenn man nicht so aufmerksam ist und es von selber sieht. Weil dann weiß man ganz genau, was kann man tun, damit die andere Person sich gesehen und wertgeschätzt fühlt. Jetzt kommen wir noch zur letzten Sprache der Liebe. Sprache Nummer 5, das ist Hilfsbereitschaft. Das ist auch, glaube ich, eine Sprache, die viele Frauen und Männer sprechen. Da geht es einfach darum, hey, wenn was ist, ich bin da. Du kannst mich erstens jedes Mal anrufen, egal wo du bist. Notfall, du weißt, ich bin da, du kannst mich anrufen, ich bin da, ich komme, ich helfe dir. Das finde ich aber allgemein, das ist ein Grundsatz, das sollte, finde ich, in jeder Beziehung oder in jeder wirklich, wirklich festen Freundschaft gelten, dass man einfach immer da ist füreinander, auch wenn man tausende Kilometer entfernt ist. Aber einfach rangehen und abheben. Ich telefoniere ich selber, ich hasse es zu telefonieren, aber wenn jemand schreibt, hey, es ist dringend, es ist wichtig, ich brauche deine Hilfe und dann einfach abzunehmen, das ist einfach wirklich kein Ding. Ich finde, das ist die Grundlage einer gesunden Freundschaft und einer gesunden Partnerschaft. Gehört auch so ein bisschen mit zum Thema Hilfsbereitschaft, aber es geht auch noch darum, so wirklich so die helfende Hand im Alltag zu sein. Auf die Kinder aufzupassen, zum Beispiel für ihn zu kochen. Oder eben, dass er sich darum kümmert, dass der Zaun gestrichen wird und die Lampen angebracht werden. Oder die Räder gewechselt werden von ihr. Dass sie nicht zur Garage extra fahren muss. Er übernimmt es dann. Das ist so eine Sprache der Liebe, die sprechen viele, aber auch nicht alle.